Hi zusammen, ich bin Sarah und in diesem Video möchte ich euch drei einfache Malideen für Aquarellanfänger zeigen. Und zwar im Zusammenhang mit Rubbelkrepp oder Masking Fluid. So, die einzigen Sachen, die ich dafür brauche, sind Aquarellpapier. Dann brauche ich wieder zwei Gläser mit Wasser. Hier habe ich mein Handtuch zum Abwischen. Aquarellfarbe, hier habe ich wieder eine kleine Palette. Dann natürlich Masking Fluid bzw. Rubbelkrepp. Gibt es von verschiedenen Marken. Ich habe jetzt das von Schminke. Meins ist blau eingefärbt, damit man es gut sehen kann. Ich finde das sehr hilfreich. Es gibt das aber auch in weiß. Ich habe jetzt hier den Bottich. Das trägt man ganz normal mit einem Pinsel auf. Es gibt aber auch diese Variante hier. Ein Masking Marker. Ist komplett das gleiche Zeug, nur dass es halt aus so einer Pumpspitze rauskommt. Ist am Anfang ganz cool, wird sehr schnell relativ abgenutzt und lässt sich schwerer benutzen. Also wenn man weiß, man braucht das schnell auf, ist es vielleicht ganz nett. Wenn man es einmal benutzt und einen Monat wegstellt, dann kriegt man schon Probleme. Das hat mich ja nicht ganz so überzeugt. Ich trage es dann lieber mit einem Pinsel auf. Dafür habe ich hier einen Billigpinsel. Sekunde. So, Päckchen angenommen. Also, benutzt dafür einen alten, aussortierten Pinsel. Oder ich gucke mal zwischendurch, wenn es so billige Pinsel gibt, einen feinen kleinen Pinsel. Die nutzen sich sehr schnell ab beim Rubbelkrepp. Die werden borstig und auch wenn man sie reinigt danach, dieses Zeug zerstört Pinsel. Darum, nehmt nicht euren Lieblingspinsel. Dann brauchen wir natürlich noch für die Aquarellfarbe ein paar Aquarellpinsel habe ich hier. Dann habe ich etwas Masking Fluid, weil ich drei Motive auf einer Seite machen möchte, um sie abzustecken. Nehme ich das Masking Fluid. Dann nehme ich das Washi Tape. Und ganz wichtig, einen extra schaumigen Cappuccino. Und dann können wir nämlich auch loslegen. Auf der ersten Seite haben wir letztes Mal geübt, wie man die Wet and Wet und Wet on Dry Technik benutzt. Wenn das interessiert, hier ist das Video dazu. Und für unsere neuen Malübungen nehmen wir eine neue Seite und ich beklebe mir erstmal hier schön die Ränder mit Washi-Tape. So, das Prinzip von Rubbelkrepp ist ziemlich simpel und es ist sehr ergiebig. Ich habe das schon relativ lange und ich habe es auch schon sehr häufig benutzt und es ist immer noch ziemlich voll. Man trägt es mit dem Pinsel auf. An alle Stellen, an denen man die Aquarellfarbe nicht haben möchte. Es legt sich quasi wie ein Schutzfilm über das Papier. Dann kann ich den kompletten Rest aquarellieren, ohne auf die Ränder achten zu müssen. Also auf die Stellen, die ich nicht aquarelliert haben möchte. Und am Ende rubbel ich, daher der Name, das Rubbelkrepp wieder ab. Und spare so die Stellen aus. Das kann man ganz tolle Effekte mitmachen. Ich würde jetzt hier anfangen mit einem Klassiker. Wasser. Ich habe jetzt hier einfach wellenförmige Linien aufgezeichnet und dann danach noch die Linien verfeinert, ein bisschen kleiner. Das soll so dieser Schaum von den Wellen sein. Hier diese kleinen Wellen an den großen Wellen. Und noch ein paar Punkte für die Wasserspritzer. Das sieht auch immer ganz schön aus, wenn die frei bleiben.
Das Rubbelkrepp muss man komplett trocknen lassen, ansonsten schmiert man sich das nachher in die Zeichnung mit rein. Das wäre natürlich blöd. Und hier an den dunkleren Stellen, wo es dicker aufgetragen ist, kann man das gut fühlen. Das ist absolut super getrocknet. Das heißt, wir können weitermachen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Seite tiefer im Meer liegt und eine Seite näher am Strand zum Beispiel, dann heißt das, ich koloriere die eine Hälfte in einem dunkleren Blau und die andere Hälfte wird ein bisschen heller. Allgemein nehme ich hier so ein Heliotürkis als Grundfarbe. Mache ich mal hier hin jetzt. So. Wische ich mir jetzt erstmal meine Farben an in Ruhe. Wo es tiefer Richtung Meer geht, dann nehme ich sogar auch noch so ein Grün mit rein. So hier so ein schönes Waldgrün. Denn im Meer sind sehr viele Grüntöne vertreten. Wenn ich das jetzt mische, habe ich auch so ein ganz, ganz schönes Türkis. Das ist echt eine Strandwasserfarbe, man gerne sein wollen würde. So, ich hoffe, es noch dunkler wird, nämlich sogar ein bisschen schwarz, wo das richtig dunkle, tiefe, kühle Meer ist. Ich mache mir jetzt hier meinen Übergang schon auf der Palette. Und wo es heller wird, werde ich vermutlich, ich nehme so ein Dupsergrün, aber genau, da gehe ich vermutlich einfach nur mit mehr Wasser ran. Ich nehme jetzt hier noch einmal so einen ganz, ganz fetten Pinsel und mache mir hier meine Malfläche schon einmal komplett nass. Denn wir wollen ja auch nutzen, dass man hier wundervoll mit Farbverläufen arbeiten kann. Wenn ich diese Flächen einzeln jetzt bemalen würde und ausmalen würde, dann bräuchte ich ja nicht unbedingt das Rubbelkrepp. Das Schöne ist, ich kann Verläufe machen, die über die Rubbelkrepp-Begrenzung hinausgehen. So, ich fange jetzt mit der dunkleren Seite an, die mache ich mal hier oben. Ich mische ja auch zwischendurch schon so ein bisschen hellere Farbe mit rein, damit man hier einfach schöne Verläufe hat. So. Hier oben mache ich die ganz, ganz dunklen Farben. Das ist wirklich auch eine Malübung, die einfach Spaß macht. So, weiter vorne nehme ich vielleicht auch wirklich von dem anderen Blau noch ein bisschen rein, ein bisschen Varianz haben. Hier vorne nehme ich jetzt aber schon ein bisschen Farbe weg, sodass wir hier vielleicht auch nochmal ein bisschen türkiser, ein bisschen grüner, aber halt ein bisschen heller mit mehr Wasser. So. Wird man hier schon so einen deutlichen Verlauf sieht. Ne? Oben habe ich wirklich sehr viel Farbe, sehr dunkle Töne. Und weiter unten habe ich, glaube ich, sogar so einen Touch Gelb mit rein, dass es wirklich grünlich wird. Ist hier wirklich, was man jetzt meinen könnte, ah, hier fängt bald der Strand an. Hier blicken die Algen ein bisschen durch. Jetzt haben wir schon mal hier unseren Wasserfarbverlauf. Das Ganze muss jetzt natürlich erstmal wunderbar trocknen, bevor wir weitermachen. Das Schöne ist, jetzt können wir schon mit dem nächsten Bild weitermachen. Nächstes ist so ein bisschen so eine Doodle-Zentangel-Angelegenheit. So ein bisschen ja, kreatives vor sich hin malen. Da nehme ich jetzt nämlich das Rubbelkrepp und male einfach Blümchen und Blätter und ja, komplett random Blümchen und Blätter. Ich mache jetzt auch keine Wiese oder so. Ich verteile einfach die Blumen und die Blätter quer auf meinem Bild. Die zweite Rubbelkrepp-Zeichnung ist fertig.
einfach ein paar Blümchen, ein paar Kringel, ein paar Punkte. Müssen ja keine Blümchen sein. Kann man auch kleine Gegenstände malen, kleine Pilze, kleine Telefone, kleine Herzen. Irgendwas einfach vor sich hin scrabbeln mit Spaß. Einfach als würde man auf einem Briefumschlag rummatschen vielleicht. So ungefähr könnte man es beschreiben. Auch hier gehe ich jetzt hin und werde den Hintergrund, sofern mein Rubbelkrepp trocken ist, ja, auch hier werde ich jetzt den Hintergrund erstmal nass machen. So. So, wenn das Wasser jetzt hier wieder wunderschön eingezogen ist, gehe ich wieder hin. In dem Fall habe ich ja ein paar Blümchen tatsächlich und ein paar Blumen, doch. Deswegen werde ich mich da farblich auch ein bisschen anpassen. Muss man nicht, aber macht für mich gerade Sinn. Jetzt nehme ich hier ein bisschen. Ein paar Wiesentöne. Und die Blumen werden am besten pink, pink, pink. Also ein bisschen pink-lila. Kann ich ein bisschen von der anderen Seite noch benutzen. Von dem Blau hier. Ein schönes helles Lila. Ein bisschen von dem Pink. So, und jetzt kann der Spaß losgehen. Jetzt werde ich nämlich einfach... Und zwar nicht schön, also ich werde jetzt nicht die Blumen total schön ausmalen und kolorieren. Das wäre jetzt bei den einfach gemalten Blumen auch irgendwie ein bisschen albern. Sondern ich male da natürlich über die Ränder. Die Kringel färbe ich auch noch ein bisschen ein. Lass das schön verlaufen. Geht es hier an den Rändern dann rüber ins Gras. Ich farblich noch ein bisschen düster, ein bisschen traurig. Dann nehme ich da irgendwie noch mehr Gelb mit rein. Dass wir hier eine sehr knallige grün-gelbe Wiese haben. Ein bisschen aufpassen, wenn sich das zu sehr mit dem Rosa mischt, dass das nicht so dreckig wird. Steht das Wasser richtig, das merkt man. Kann man auch wieder ein bisschen mit dem Pinsel abnehmen, wenn einem das dann doch zu viel ist. Und jetzt einfach ein bisschen Spaß haben hier. Ich sehe keine großartigen weißen Stellen mehr. Kann man ja ein bisschen gucken. Hier bei den Kringeln, dass ich da noch ein bisschen mit dem Lila spiele. Die auch so ein bisschen rausstechen. Ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut. Und auch das werde ich jetzt trocknen lassen. So, und dann direkt zu unserem letzten freien Feld. Ja, nehme ich wieder mein Rubbelkrepp. Diesmal möchte ich einen von hinten nach vorne Effekt erzielen. Das heißt, ich wollte sowas machen wie Farn, ne? Also so Blätterpflanzen. Da werde ich jetzt mit denen anfangen, die ganz vorne sein sollen. Die bleiben nämlich weiß. Da werde ich mir jetzt zuerst welche aufmalen. Die erste Schicht, Rubbelkrepp, ist fertig. Wir arbeiten hier mit mehreren Schichten. Mal gucken, wenn es jetzt ganz getrocknet ist, ist es noch nicht ganz. Ich besorge mir hier schon aber mal meine Farbe. Ich nehme jetzt so eine. Ja, ich dachte, ich nehme mal so eine Abendlicht-Kornblumen-Irgendwas-Farbe. So, ich fange jetzt auf jeden Fall mit der hellsten Farbe an. Mit der werden wir eine Schicht auftragen.
Und wenn das wiederum alles getrocknet ist, dann male ich die nächsten Blumen. So bekommen wir einen immer näher werdenden Effekt, indem wir eigentlich die Blumen auftragen, die immer weiter hinten sind. So bleiben die beiden hier, die ich zuerst gemacht habe, bleiben weiß. Und jede nächste Schicht, die ich auftrage, da werden sie dann immer dunkler, weil sie ja mehr Farbe abgekriegt haben. Man wird sehen, wir machen es besser, anstatt es zu erklären. Ich fühle hier nochmal, es fühlt sich eigentlich ganz okay an. So. Auch hier benutze ich für den Hintergrund die Nass-in-Nass-Technik und fülle erstmal meinen kompletten Hintergrund mit Wasser, damit sich die Farbe wirklich schön verteilt. So, und ich glaube, ich nehme jetzt auch einfach den riesigen Pinsel hier und trage damit meine Farbe auf. So, hier unten schon mal vielleicht ein bisschen dunkler. So. Das ein bisschen hellere, was ich mir hier gemacht habe, ist weiter oben. Ich nehme jetzt hier auch noch mal ein bisschen Gelb mit rein. Und so. So. Ja, das gefällt mir gut. Also wirklich so, als würde hier die Abendsonne untergehen. Wenn das so ist, dann können wir vielleicht auch noch ein Müh-Rot mit reinmachen. Dann kommt hier unten nämlich so ein bisschen. So, und das lassen wir jetzt wieder komplett trocknen. Komplett trocken, geföhnt tatsächlich. Jetzt gehe ich los, nehme mir schon wieder meinen Rubelkrepp. Und wenn man mal gucken möchte, der Pinsel ist schon echt hart angegriffen. Der war am Anfang der Session ein bisschen spitzer. Also, ich kann es gar nicht oft genug sagen, nehmt nicht eure Lieblingspinsel zum Auftragen des Rubelkrebs. So, ich werde jetzt anfangen, weitere Blumenranken in mein Bild zu malen. So, jetzt ist die zweite Schicht Rubelkrepp getrocknet und hier sieht man schon eher, was ich eben beschreiben wollte. Die ersten Pflanzen, die ich gemalt habe, werden rein weiß sein. Die zweiten Pflanzen, die ich mit dem Rubelkrepp gemalt habe, werden diese Färbung haben. Jetzt legen wir noch eine Schicht Farbe drüber. Und die dritte Schicht, die ich dann noch machen werde mit dem Rubelkrepp, die werden dann diese Farbe haben. Dann machen wir noch so ein paar dunklere Farbakzente. Und dann hat das wirklich einen sehr schönen Effekt, wenn ich den Rubelkrepp wieder löse. So. Bisschen Rot kann auch mit rein. So, jetzt gehe ich wieder hin und bewässere mein komplettes Bild. So, und auch wieder darauf achten, dass das Masking-Fluid komplett getrocknet ist. Auch das kann man aber auch ganz gut föhnen. So, jetzt ist das schon wieder ein bisschen angelöst hier. Jetzt auch darauf achten, wieder ein bisschen was einfügen, aber nicht zu viel. So gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Wir wollen ja noch ein bisschen Luft haben für noch eine kleine Schicht. Jetzt aber noch machen werde kurz. Ich nehme hier so einen borstigen Pinsel. Das ist auch so einem Dekoladen. Da dachte ich auch so, okay, mit dem Malen kann man nicht, aber der ist super, um Farbe wegzuspritzen. Ein bisschen. Spritze jetzt hier. Mal gucken, ob ich im Moment immer gut mitdenken. Jetzt gar nicht hier rumspritzen. Jetzt mache ich hier nämlich noch direkt schon so ein paar Spritzer drauf. Das mache ich jetzt extra sofort. Einmal, weil es noch nass ist, dann kann das sich ein bisschen schön verteilen. Ich werde jetzt nach der ganz letzten Schicht nochmal auf das trockene Bild welche drauf machen. Das ist auch sehr schön. Aber so habe ich die Spritzer auch auf der letzten Schicht Pflanzen. Das hebt sie nochmal mehr
zurück. Also es versetzt sie weiter zurück in den Hintergrund und die vorderen weißen Blumen sehen dadurch noch präsenter aus. Ich nehme jetzt hier nochmal meinen Pinsel und spritze erneut Farbe drauf. Wie man sieht, verschwimmen die Flecken jetzt nicht. Und jetzt habe ich den Effekt halt dadurch weiter im Vordergrund. Und das finde ich auch sehr, sehr hübsch. Auch den Kontrast zu den verschwommenen Flecken dahinter. So, das reicht mir schon. So, und während das trocknet, machen wir mit dem Bild hier weiter. Denn da machen wir jetzt schon das Masking Fluid ab. Denn damit ist es nämlich noch nicht getan, tatsächlich. So, wie kriegt man das Zeug jetzt wieder vom Bild runter? Man rubbelt es ab. Das ist ja das Rubbelkrepp. Dazu kann man einfach mit dem Finger so hier drüber gehen. Und wie man sieht, lässt es sich wunderbar lösen. Wenn es eine sehr große Fläche ist oder es einem mit dem Finger sehr nervt, man kann da auch gut mit einem festen Radiergummi drüber gehen. Das geht auch. Und wie man hier schon sieht, hat man einen wirklich schönen Effekt. Das ist alles komplett ausgespart. Da ist keine Farbe drunter gelaufen. Es ist wunderbar weiß und finde ich, sieht jetzt schon sehr, sehr schön aus. Das einzige wirklich Nervige ist, dass man hier halt dieses Ratzefummelzeug überall auf dem Schreibtisch hat. Aber irgendwas ist ja immer, ne? So, das Masking Fluid ist hier jetzt komplett ab. So, jetzt kommt die wahre Bedeutung eines Fächerpinsels zum Tragen. Das kleine Besen. Ich finde, es sieht jetzt schon sehr schön aus wie eine Wasserwellenlandschaft. Aber was wir jetzt noch machen werden, ich gehe nochmal mit meinem Masking Fluid hin und male vereinzelte Wellen nochmal nach. Und zwar Stellen, von denen ich möchte, dass sie wirklich rein weiß bleiben. Über die anderen verbliebenen Stellen gehe ich gleich nochmal mit einer sehr blassen Wasserfarbe rüber. Ich mache noch ein paar Akzente, damit diese weißen Bereiche nicht so massiv wirken. Einfach gerade bei den dickeren Linien sage ich, okay, hier, der Bereich bleibt weiß. Und versuche den auch so ein bisschen spitz auslaufen zu lassen. Das ist mit dem Pinsel hier gar nicht so einfach. Der wird langsam wirklich stumpf. So. Jetzt habe ich hier einige Stellen erneut mit Rubbelkrepp übermalt. Und das muss auch wieder trocknen. In der Zeit ist perfekterweise das Bild hier getrocknet. Jetzt male ich meine letzte Schicht Pflanzen drauf. Die letzten Pflanzen sind fertig. Die sieht man im Gewirr schon gar nicht mehr so gut. So, das Rubbelkrepp ist jetzt getrocknet von der Wellenlandschaft. Da gehe ich jetzt nochmal hin, nehme hier meine Restfarben von eben und wirklich viel Wasser. Ich gehe jetzt auch hier wirklich nur so ein bisschen getrocknete, sodass ich eine ganz, ganz helle Farbe habe und gehe hier nochmal so ein bisschen über die Wellen drüber. Auch einfach mit leichten Wellenbewegungen. Ich bemühe mich jetzt gar nicht wirklich, jetzt auch jede Linie zu treffen. Ich mache einfach nochmal so ein paar Wellen rein in die Wellen. So ein paar Schatten. Ich gehe auch so ein bisschen unordentlich jetzt drüber. Also ich könnte jetzt auch einfach einmal komplett die Seite ausmalen. Aber das wäre dann auch wieder ein bisschen zu sehr ordentlich. Da mache ich einfach komplett zufällig ein paar Wellen drauf. Wenn man jetzt noch möchte. Also ich fände, es wäre jetzt schon so ein sehr schönes Wellenbild. Kann man jetzt aber noch hingehen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen schwarz und färbe mir hier das dunklere Wasser ganz, ganz dunkel. Ich nehme mir das aber auch mit ordentlich Wasser, damit es einen Schatten gibt, aber es soll es nicht alles tot färben.
zeichne zwischen die größeren Lücken hier, zwischen die Wellen, in der Mitte noch ein paar Schatten. Denn da ist es immer am dunkelsten. Soll nicht überall sein. Da, wo man denkt, dass das Wasser ganz besonders tief ist. Vorne kann man das auch noch machen, aber vielleicht ein bisschen heller. Da hier vorne auch gar nicht ganz so tief ist und es da schon Richtung Strand geht, mache ich das nur noch an ganz wenigen ausgewählten Stellen. In kleiner. Das bringt einfach auch nochmal ein bisschen Leben ins Wasser. Gefällt mir gut, muss jetzt wieder trocknen. Jetzt legen wir noch einmal letzte Hand an auf dieses Bild hier. An dieses Bild, nicht auf dieses Bild. So, ich habe hier schon so ein bisschen dunkleres Braun von den Farbspritzern. Das nutze ich gleich auch. Jetzt nehme ich noch mal ein bisschen mehr so einen rötlichen Ton. Dann nehme ich noch mal mit den Farben ein bisschen auf die Kacke und so ein paar Akzente setzen. Gehe ich hier schon wieder hin und mache alles nass. Müsste genug sein. Gehe ich gerade hier unten hin. Mache da ein paar sehr dunkle Akzente. Habe ich hier nochmal ein bisschen das Rot. Auch wirklich das Gefühl hat, hier geht die Sonne unter. So, oben möchte ich gar nicht mehr so viel machen. So, reicht mir so. Lasse ich jetzt erstmal so trocknen. Und dann, wo wir das eben so schön gemacht haben, jetzt muss es unten erst ein bisschen antrocknen, glaube ich. Mal gucken. Würde ich fast sagen, hier oben fehlen mir noch so ein paar richtig dolle Farbspritzer. So einen dunklen Lila. Das mache ich jetzt hier nämlich noch schön aus meinen Farbresten. Nehme ich hier nämlich hier noch das Pink und gehe damit in die Farben vom Wasser rein. Wow, das lege ich mal nicht da drauf, sondern halt noch so über. Dachte einfach, es wäre hübsch. Das da oben ist jetzt eher das einfachste, aber auch lockerste Bild. Ich glaube, mit dem man am meisten Spaß haben kann, wo man die meisten Varianten von machen kann. Das macht auf jeden Fall auch mal sehr viel Spaß, einfach ein bisschen mit Farbe zu spielen. So, sieht doch gleich viel lebendiger aus. So, jetzt lasse ich erstmal alles trocknen, bevor wir den letzten Rest Rubbelkrepp entfernen. Jetzt sind die Sachen trocken. Jetzt können wir anfangen. Kann ich auch die Klammer schon mal abmachen. Jetzt können wir anfangen, das Masking Fluid zu entfernen. Ich fange mal hier mit dem Wasser an. Das hat jetzt nämlich noch den, ich sag mal, geringsten Effekt, weil wir das meiste ja schon sehen. So. So, hier setzt das Masking Fluid aber noch so ein paar schöne Highlights frei. Das ist ganz schön. So. Wie man bei dem Bild aber auch schon sieht, was man natürlich auch machen könnte, man kann sich zusätzlich zu den Aquarellfarben eine stark deckende Farbe holen. Also Acryl oder Gouache bietet sich bei Aquarell auch immer sehr gut an. Wenn man die unverdünnt aufträgt, ist die auch sehr stark deckend. Da kann man natürlich einen ähnlichen Effekt machen. Aber es ist dennoch, es sieht anders aus. Es ist freigelassen. Es hat einfach optisch einen anderen Effekt, als wenn man Farbe oben drauf setzt. Ich finde das wirklich sehr schön, wenn man mit Masking Fluid arbeitet. Es macht auch sehr viel Spaß am Ende, das frei zu rubbeln und sich zu denken, ah, hübsch. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Als zweites nehmen wir die kleinen Blümchen. Das geht auch sehr, sehr schnell. Macht immer wieder Spaß, sowas zu machen. Als letztes das aufwendigste Bild mit den Blumen oder Pflanzen.
blättern. So. Es ist nicht immer ganz, ich sag mal nicht ganz ungefährlich, Masking Fluid auf bereits aufgetragene Farbe aufzutragen. Es kann sein, dass das Rubbelkrepp ein bisschen was von der Farbe mitnimmt, vielleicht was reinkratzt oder so. Das Risiko besteht immer. Aber bei so einem Bild, was jetzt hier eher so ein bisschen messy ist, ein bisschen durcheinander, ist das schon absolut passend und kommt auch so ganz gut. Und eigentlich, also so richtig viel Farbe hat es bei mir noch nie abgenommen. Das kann aber passieren, dass das sich nicht so ganz gut verträgt. Kommt auch aufs Papier an. Na, hier zum Beispiel sieht man es. Hier habe ich jetzt auf einmal eine weiße Stelle. Da hat gerade das Krepp mir ein bisschen, das Rubbelkrepp, ein bisschen ins Papier geritzt. Aber es tut sich, tut bei dem Bild jetzt auch keinen Abbruch, würde ich sagen. Oh, und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier die beiden ersten Blumen, die wirklich ganz doll im Vordergrund sind. Nach unserer ersten Schicht die drei weiteren Pflanzen, die ein bisschen schon eingegelbt sind und sich schön in den Hintergrund einfügen. Und noch die als letztes drüber gemalten Blätter, die jetzt aussehen, als wären sie ganz weit im Hintergrund am Verschwinden. Gefällt mir wirklich echt gut. So, ich entferne mal jetzt nur kurz hier das Desaster an Rubbelkrepp. So, das sind unsere drei Varianten. Alles schöne Nutzung von Masking Fluid, finde ich. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es wird auch weitere kleine Tutorials geben zu Anfängerzeichnungen mit Aquarell. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss!